Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen und ersten FIFA 14 Saison. Ja, so sieht das Menü oder des Karrieremodus aus, wo man jetzt halt als Trainer sein Team zu diversen Titeln führen kann und eine ganze Saison spielen kann. Und ja, das ist jetzt die Zentrale, so sieht sie aus. Also ich bin jetzt direkt vor dem allerersten Bundesligaspiel gegen Gladbach. Ich kann jetzt hier, wie man das auch kennt, spielen oder simulieren. Dann habe ich so ein globales Transfernetzwerk, wo ich noch nicht so ganz durchgestiegen bin. Da sehen wir jetzt die drei Spieler, die ich aktuell beobachte. Ja, Julian Draxler ist, finde ich, ein sehr interessanter Spieler. Mirko Schuster und Niklas Süle sind zwei Spieler, die ich über die Suche als Innenverteidiger gefunden habe. Ja, dann gibt es hier News, die sind aber lange nicht mehr so im Vordergrund, wie das noch bei FIFA 13 war. Dann gibt es hier immer ja so eine Kurznews. FC Bayern freut sich, dass es jetzt mit Puschen losgeht. Puschen, Alf Puschen, das bin ich. Und ja, ich trainiere oder ich spiele in meiner neuen FIFA 14 Karriere mit dem FC Bayern. Bei FIFA 13 war es ja Ajax Amsterdam. Ich habe über 7 Saisons gespielt. Hab eigentlich alles einmal gewonnen, was man gewinnen konnte mit diesem Verein. Ja, Tabelle gibt es hier noch nichts. Dann gibt es hier, das kann man oben steuern, einmal mit RB und LB auf der auf der Xbox. Oder wenn man oben drin ist, halt mit dem ganz normalen Steuerkreuz. Ja, Mannschaft, Teammanagement, da sehen wir auch gleich die Aufstellung. Ich spiele mit 4-2-3-1. Das ist meine Anfangsformation. Wobei ich Mandzukic auf jeden Fall nochmal das werde ich jetzt mal direkt tun, durch Götze ersetzen werde. Ich habe drei Testspiele gemacht und mir hat Götze einfach von vornherein besser gefallen. Und hier sehen wir auch gleich, was neu ist bei FIFA 14. Die Spieler haben hier zum Beispiel bei Martinez haben einen Pfeil hoch. Da steht jetzt, wie ich das, ja, für die Form, also ansteigende Form. Und ich weiß es nicht, ob Moral bei FIFA 13 schon da war. Naja, auf jeden Fall Pfeil hoch. Das erinnert mich doch an Pro Evolution Soccer 2008. Das war die letzte PES-Version, die ich gespielt habe. Pro Evolution Soccer 2008, da gab es diese Pfeil hoch und runter auch schon. Hat mir damals sehr gut gefallen. FIFA hat jetzt halt 6 Jahre gebraucht, um das auch einzuführen. Ja, dann gibt es bei Mannschaft, was gibt es hier noch? Clubkader ist klar. Bayern, dann könnte man hier wechseln zum Nationalteam, wenn man eins trainiert. Teambericht, das Menü kennt man auch. Sind halt die Spieler hier im Übersicht, wo dann halt Form, Moral und ein bisschen was im Status steht. Hier habe ich noch nichts Neues entdeckt. Formation. Das kennt man auch, da kann man halt seine Standardformation einstellen. Auch hier habe ich nichts Neues entdeckt. Trikotnummern kann man bearbeiten. Dann hatten wir hier Transfer. So, hier muss man sich auch mal einmal durchgucken, weil es gibt dieses globales Transfernetzwerk. Finde weltweit Spieler, indem du dein Transfernetzwerk ausbaust. Da bin ich noch nicht so ganz drin. Finanzen, das kennt man auch. Zumindest wird man da auf einen Blick gleich schlau draus. Bei FIFA 13 habe ich mich nie um die Finanzen gekümmert. Spieler suchen, das haben die ganz klar eingekürzt. Hier gibt es nur noch diese paar Funktionen. Finde ich gut. Ich fand, bei FIFA 13 war das ganz klar zu viel. Spieler verkaufen, kennen wir. Man hat das Ganze zwar grafisch ein bisschen aufgemotzt in jedem Menü, aber ansonsten ist das mit Spieler verkaufen, wenn ich jetzt auf Thomas Müller klicke, grafisch aufgearbeitet, ansonsten die gleichen Funktionen. Ich glaube, Vertragsauflösung gab es das bei FIFA 13 auch schon, bin ich mir gerade nicht so sicher. Ja, ansonsten haben wir noch Büro, kennen wir auch. Posteingang, das hat sich ganz stark verändert mit dem Posteingang. Da muss man sich erstmal echt einfuchsen und einklicken, weil man muss die Nachrichten diesmal löschen. Man kann sie auch speichern. Bei FIFA 13 hat man sie gelesen und sie sind dann nicht mehr aufgetaucht. Das ist hier ein bisschen anders. Wenn man sie nicht löscht, bleiben sie alle im Posteingang drin. Verträge hat sich nichts verändert. Gucken wir mal rein. Ist quasi so geblieben. Dann haben wir Jugendstab. Da hat sich auch nichts verändert. Man kann hier wieder Scouting-Netzwerk anheuern, Scouting-Netzwerk einrichten, meine Karriere, Budget erhöhen, Jobangebote ist genauso. Klappt bei mir irgendwie nie. Bei FIFA 13 habe ich vereinstechnisch nie ein Jobangebot bekommen. In 7 Saisons und ich habe mit Ajax alles erreicht. Jedes Jahr Champions League gespielt. Ich war eigentlich jedes Jahr im Finale. Habe die letzten 4 Jahre immer die Meisterschaft gewonnen. Ich habe aber nie ein Jobangebot von anderen Vereinen gehabt. Naja, Einstellungen kennt man auch, muss ich nicht zeigen. Saison, hier haben wir jetzt Teamstatistik, gucken wir auch hier mal rein. Dort können wir jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal Dortmund,
eine kleine Teamstatistik ansehen, vielmehr zu den einzelnen Spielern, aber es ist, naja, vielleicht baut sich das in der laufenden Saison noch aus, dass man auch noch ein bisschen mehr zu den Teams sehen kann. Spielerstatistik, klar, gab noch keine Spiele, ist noch keine Statistik verfügbar. Tabellen, Begegnungen, andere Ligen und ja, Kalender hat sich auch grafisch ein bisschen verändert, aber auf den ersten Blick ist es doch das gleiche geblieben. Und ja, bis Datum simulieren. So, das war's. Nein, ich will hier nicht aufhören. Ich will jetzt nämlich direkt das erste Spiel machen. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt. Zentrale spielen. Es geht nämlich jetzt gegen Borussia Mönchengladbach. Ja, wer sich jetzt wundert, warum keine Musik da ist, ich habe die Musik ausgemacht, weil es mich einfach genervt hat. So, ich spiele zu Hause gegen Gladbach. Und ja, meine Aufstellung kennt ihr. Jan Kirchhoff ist bei mir auf der Ersatzbank. Ich habe mit denen zwei, dreimal gespielt, fand den echt gut. Also ich habe nicht viele Unterschiede zu Dante oder Boateng jetzt feststellen können vom Spielerischen. Und ja, Kroos und Martinez auf der Doppel-6, weil Schweinsteiger bisher verletzt war. Deswegen ist Schweinsteiger nicht im Kader, war verletzt. Und wenn ein Spieler verletzt war, warte ich immer zwei, drei Wochen, bis ich ihn wieder auf die Ersatzbank setze. Und da das bei FIFA 14 ja jetzt mit der Form so ein bisschen ist, Pfeil hoch, Pfeil runter, werde ich mal gucken, wie sich das äußert. So, hier jetzt Elfmeterschussübung. Elfmeterschießen ist übrigens genauso geblieben wie bei FIFA 13. Ich habe ja in einem Testspiel schon gegen Real Madrid Elfmeterschießen üben können. Und ja, das hat genauso funktioniert wie jetzt noch bei FIFA 13. So, FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach. Mein allererstes Ligaspiel. Oh, tut mir leid, ich habe so ein bisschen mit der Nase gerade. Und ja, ich habe drei Testspiele gemacht. Ich habe die Testspiele nicht simuliert diesmal, weil ich mich halt auch bei FIFA 14 einspielen wollte noch so ein bisschen. Ich habe gegen Inter 1-0 verloren im dritten Testspiel. Die anderen beiden habe ich gewonnen gegen beides Male französische Mannschaften. Habe beide ganz knapp gewonnen. Und das zweite Spiel sogar recht souverän. Und Götze hat insgesamt drei Tore gemacht in der Vorbereitung. Das ist auch der Grund, warum er jetzt spielt für Mandzukic. Mandzukic fand ich nicht ganz so wendig. Und ja. So, und auch hier hat sich außer einer kleinen grafischen Veränderung, finde ich, hier hat sich jetzt nicht wirklich was verändert im Vergleich zu FIFA 14. Ich hoffe natürlich, dass sich im Verlauf der Saison, dass sich da ein bisschen was ändert, ein bisschen andere, na, wie nennt man das? Ereignisse noch und vielleicht, dass man ein bisschen mehr auf die Mannschaft, auf die einzelnen Spieler eingehen kann. Mal gucken, ob ich wie bei FIFA 13 die Spieler einfach nur spielen lassen muss, damit sie glücklich werden. Oder ob man wirklich wie bei den guten alten Fußballmanagern, ich denke immer gerne an Anschluss 3 oder Anschluss 2, wer die alten Dinger noch kennt, die waren richtig geil. So, Spiel geht los, ich muss mich konzentrieren. Und, ah, da Mario Götze. Dieser Trick klappt wieder wunderbar hier, dieser. Der war ja bei FIFA 13 total entkräftet, total entwertet. Und er klappt wieder. Also ich habe ihn in den Testspielen das ein oder andere Mal echt benutzt und gebrauchen können. Ah, schade. Und gerade mit Arjen Robben war das bei FIFA 11, FIFA 10, FIFA 11 war das immer einer meiner Lieblingstricks. Hat 1A funktioniert. Man kommt gerade, wenn man gegen einen Nicht-Computer spielt, recht leicht am Gegner vorbei. Und hier haben sie diesen Trick wieder. Ich weiß nicht, ob das ein Bug war in FIFA 13, ob das Absicht war, keine Ahnung. So, ich muss mich jetzt mal aufs Spiel konzentrieren hier. Sonst gibt es gleich im ersten Ligaspiel mit dem neuen Trainer Alf Puschen ein Malheur. Das wollen wir ja nicht und deswegen hier ein bisschen Konzentration. Martinez und Götze. Also man muss sich, wenn man direkt von FIFA 13 kommt, echt dran gewöhnen. Es ist einiges anders von der Spielesteuerung. Die Spieler reagieren teilweise schneller bei einigen Sachen, habe ich das Gefühl, aber auch träger. Zum Beispiel. Na gut, das klappt mit Boateng jetzt ganz gut, aber ab und zu habe ich auch mit das Gefühl, zum Beispiel bei stämmigeren Spielern wie jetzt Martinez, der ist ein bisschen größer, schlaksiger, dass sie darauf wirklich Rücksicht genommen haben.
So, jetzt mal ein schöner Pass von auf Toni Kroos. Toni Kroos ist bei FIFA 14 echt fix, also richtig schnell. Hat mich echt gewundert. Deswegen ist er auch in der Startaufstellung. Technisch ja einwandfrei, aber er war halt bei FIFA 13 immer so langsam. Und der Ribéry mit der ersten Torchance hier. war das Beste, was er aus der Situation hätte machen können. Vielleicht den Müller in der Mitte anspielen. So, bei der Ecke hat sich auch wieder geändert, dass die Anzeige nicht mehr am Kopf ist, sondern jetzt unten links beim Spieler. Daran muss man sich auch erst wieder gewöhnen. Eieiei! Mario Götze! Sensationelles Tor, das 1:0 in der 17. Spielminute. Hier Kopfball und dann Mario Götze. Das war der Winkel, wenn ich mich jetzt nicht recht irre. Ja, sensationelles Tor von Mario Götze. Das 1:0 für den FC Bayern jetzt. Ja, in den Testspielen war es so, wenn ich mich nach der Führung etwas ausgeruht hatte. Ja, wurde der Gegner stärker. Ich weiß nicht, ob das FIFA 14 spezifisch ist. Bei FIFA 13 ist mir das nicht so aufgefallen. So, Arjen Robben. Boah. So, Martinez. Ach. Und jawohl! Mario Götze mit dem 2:0. Ja, diesmal stand der Gold richtig, vorbereitet von. War jetzt schwer zu erkennen. Ist auch in der Einstellung. Die Bayern. Hoch, was machen die, was passiert denn hier jetzt? So. Ja, das ist ja schon mal ein Anfang, ein Einstieg als neuer Trainer in die Saison. Ich habe keine 2:0 Führung, das heißt, ich kann ja wieder ein bisschen erzählen und hintenrum spielen. Ich habe jetzt für den FC Bayern keine Neuverpflichtung getätigt. Habe auch nicht vor, welche zu tätigen. Eher im Gegenteil, ich habe versucht, Thiago zu verkaufen, aber der ist gerade erst gekommen, der lässt sich nicht verkaufen. Müller aufs kurze Eck. Ja, aber ich habe ein paar Spieler verkauft. Und zwar den Außenverteidiger Rafinha habe ich verkauft. Für den werde ich keinen Bedarf haben. Da lasse ich doch lieber, sollte ich da mal Bedarf haben auf der Position Kirchhoff oder so drauf spielen oder. Ah, das war nicht so brillant. Naja, wen habe ich noch verkauft? Noch zwei weitere Spieler. Contento habe ich verkauft. Seien wir ehrlich, Contento, weiß nicht, das wird kein Top-Spieler mehr. Da werde ich lieber ein, zwei Leute im Verlauf der Saison aus der Jugend hochholen. Da bin ich ja auch gespannt, ob FIFA da was geändert hat. Bei FIFA 13 hatten die Jugendspieler, die hatten immer kein Passfoto. Die hatten quasi kein Gesicht. Und da bin ich ganz gespannt, ob sie das hier geändert haben oder ob das immer noch so ist. Ja, wen habe ich noch verkauft? Ich habe noch einen dritten verkauft. Ich muss gerade mal überlegen, wer denn das war. Pizarro ist weg. Pizarro habe ich verkauft. Weil mit Mandzukic habe ich einen, der auf der Bank sitzt als Stürmer. So, dann habe ich ein paar Jugendspieler, die ich gerne noch verleihen würde. Ich weiß nicht, ob das noch klappt. Weil der Kader doch recht groß war bei den Bayern jetzt hier. Und was ich nicht mitbekommen hatte, Nils Petersen gehört ja nun fest, zur Werder Bremen Mannschaft. Der ist ja nicht mehr ausgeliehen, der wurde jetzt verkauft. Das habe ich aber erst festgestellt, nachdem ich mir den Bayern Kader bei FIFA 14 angesehen habe und habe mich gefragt, wo ist jetzt eigentlich Nils Petersen? Oh. Sobald ich irgendwas erzähle, lässt bei mir die Konzentration stark nach, aber ein Glück abseits. Da war eine Manuel Neuer wäre da gewesen.
Ja, bei FIFA 13 war es ja noch so, wenn man eine Saison angefangen hat. Hatte man bei den Bayern Nils Petersen auf. Oh, sag mal. Also mit den Pässen muss man hier echt genau zielen. Hatte man Nils Petersen mit dem Status verliehen an Werder Bremen. Das ist jetzt nicht mehr so. Also den haben sie tatsächlich abgegeben, die Bayern. Hatte Pep Guardiola wohl kein Interesse dran. So, hier jetzt mal ein schöner Spielzug. Müller über links. Ah. Er hat doch mal irgendwas anderes machen sollen, der Thomas Müller. Ja, das 2 zu 0 will ich auf jeden Fall hier mit in die Halbzeit nehmen. So, Arjen Robben weit eingerückt, verliert aber den Ball gegen Raphael. Ach, Arjen Robben holt ihn sich wieder. Schade. Ja, Halbzeit. 2 zu 0 Führung für mich, für die Bayern. Nach 2 Toren von Mario Götze. Guter Einstand für ihn, war es ja sein allererstes Spiel für die Bayern. Und ja, was mich gewundert hat, als ich diese Karriere begonnen habe mit Bayern, stand in den Nachrichten, bei FIFA natürlich, Mario Götze vom FC Bayern verpflichtet 50 Millionen. Dachte ich erst, hä? 50 Millionen? Naja, gut. Bei FIFA ist das dann wohl ein bisschen anders. So, Statistik spricht klar und deutliche Worte. Obwohl die Passgenauigkeit bei Gladbach natürlich auch hoch ist. Schussgenauigkeit bei 100%. So, geht direkt weiter ohne Wechsel. Natürlich werde ich später wieder wechseln. So. Dante. Toni Kroos. Ribéry wieder groß. Kriegt den Ball zu Robbe. Was ist denn hier los? Da hat doch nicht ich Götze gefoult. Ach, Abseits. Oh Mann, du. Also das ist mir in den Testspielen schon aufgefallen. Es gibt hier erstaunlich viele Abseitspositionen. Zumindest kommt es mir so vor, als wenn es jetzt mehr sind als noch. Ach Mann. Als mehr als bei FIFA 13. Gelb für Dante. Na, jetzt die Frage, war das beabsichtigt, dieses VO? Ja gut, mit dem Ball hatte die Aktion nun wirklich nicht viel zu tun. So, die Spieler vorziehen kann man immer noch. Sicheres Ding für Neuer. Mal lang raus das Ding. Ah, Götze ist leider nicht vorne. Da ist er, mit der 19. Wahre Liebe, Borussia Dortmund. Naja, so eine Tricks haben schon ganz andere Spieler gemacht. So, ich glaube, ich muss mich mal wieder konzentrieren, dann kann ich hier vielleicht das 3-0 erzielen. So, Mario Götze, aber die Gladbacher stehen jetzt auch tief mittendrin. Wenn man sich das hier so anguckt, kann man die zwei Viererketten erkennen. So, und da muss man den Ball schon mal so ein bisschen hin und her spielen, aber da ist keiner. Also Gladbach erstaunlich schwach bisher. Aber ich muss den Dante auswechseln, der hat ja schon gelb. Oh, hier ist keiner. Normalerweise ist hier immer der Ribéry eine Außenposition. Ribéry in seinem ersten Spiel hier auch heute nicht so stark. Zumindest in der zweiten Halbzeit. Wie man das von Europas Fußballer des Jahres kennt. So, also Gladbach jetzt doch stärker. Zumindest komme ich nicht mehr raus hier.
ist vielleicht auch das, was ich meinte, wenn man den Gegner spielen lässt, dass sie dann hier gerade bei FIFA 14 stärker werden. Aber hier, ich habe ja eigentlich alles im Griff. Oh Gott, was mache ich denn da? Ja, das war auch Martinez. Wollte mir den Ball wie Arjen Robben das immer macht, auf links legen. So, ich werde jetzt mal ins Menü gehen und Teammanagement. So, wir sehen, Toni Kroos ist am Ende mit seinen Kräften. Den werde ich mal für Thiago. Dann kommt Kirchhoff, hatte ich mir vorgenommen, will ich öfters einsetzen für Dante. Und der Ribéry kriegt eine Pause dafür, kommt links Shaqiri. Ja, der Shaqiri. So, dreimal gewechselt. Jetzt muss nur noch irgendwie der Ball ins Aus, damit ich hier auch. Und da ist er schon im Aus. Jawohl. So, Götze bleibt drin. Hat ja zwei Tore erzielt. Da, der Dreierwechsel. Oh, Gladbach wechselt auch. Nordscheid für Schaka. Da ist Shaqiri auch schon flott am Ball. Und Lahm. Lahm versucht zu flanken und es gibt Eckball für die Bayern. Endlich mal wieder eine Offensivaktion. Ich muss mich noch an die Ausführung der Ecken gewöhnen. Oh. Ich würde das Spiel gerne zu 0 gewinnen, weil es gibt ja hier auch immer die schöne Spiele-zu-0-Statistik. Da hatte ich mit Ajax in einer Saison mal 14 Stück geschafft. Oh, hier Alaba sehr schön gelaufen, sehr vorbildlich. Was macht er? Ui, eieiei. Ja, schön vorgelegt das Ding. Hier nochmal eine Wiederholung. Wir haben dann leider ein Stück verzogen. Ja, so ein Ribéry hätte das Ding, glaube ich. Ach, Ralaba ist ja auch Linksfuß, ne, glaube ich. Ja, trotzdem hätte gerne das 3-0 sein können, dürfen. Trotzdem schöner Laufweg von Alaba da gut gemacht. Mehr davon. Boah, Kirchhoff klärt. Ich habe gerade an meinen Spruch gedacht, ich würde gerne die Null stehen lassen. So, und was ich bei FIFA 14 auch gut finde, habt ihr die Situation gerade beobachten können? Die Einwürfe, die werden hier viel, viel öfter aus dem Spielgeschehen heraus gemacht. Nicht mehr so wie bei FIFA 13, dass ständig oh, das Spiel unterbrochen wird und ein Schnitt im Spiel ist und im Bild ist quasi. So hätte ich mich konzentriert und nicht erzählt, hätte ich das Ding, glaube ich, auch eben gemacht. Das war ja eigentlich recht gut. So, da ist wieder Alaba. Ah, klappt nicht. Und hier ist Kirchhoff. Ui. Ich glaube, der Sieg wird sich mir hier nicht mehr nehmen lassen. Da wollte ich nicht hin. Da soll er hin. Och, und abseits. Alles nur, weil zu spät gespielt wurde. Schade. Naja, auch wieder knapp. Wollen die etwa nochmal wechseln, die Jungs von Gladbach? Das wird wohl beim 2-0 bleiben hier.
Es hätten mehr Tore fallen können. Oh oh. Ich dachte hier, jetzt wo ich sage, passiert hier nochmal was. Hey. Oh. Ah, der geht ins Aus. Da ist Jan Kirchhoff. Könnte echt was werden mit dem. Müssen wir mal beobachten, wie der sich entwickelt im Laufe der Saison. So, das war's. Das erste Ligaspiel, das erste Bundesliga-Saisonspiel mit dem FC Bayern bei FIFA 14 in meiner neuen Saison. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen auch zeigen, was es Neues gibt bei FIFA 14 und natürlich auch, was sich jetzt nicht geändert hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr lasst mein Video einen Daumen hoch da, einen Kommentar und guckt euch weiterhin auch meine Let's Plays an. Würde mich sehr freuen. Das war's von mir. Alf Puschen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.